Die Programm beim intensiven Gesang war statt beim Yiddish Umme Weimar heintigs Jahr in Weimar, Deutschland. Ist bestanden der Ricker von intensiven Klassen bei Tog wegen die Verbindungen zwischen der jiddischer und deutscher Musik bis der Geschichte von Aschkenaz. Aber in Abend haben die Unternehmer und Lehrer sich ausgespannt in verschiedene Restaurants in der Stadt. Der Singer Dan Kahn, ein Lehrer dem Sommer in dem Programm, rezitiert Arden Seidlins Lied von Letzten International, geschrieben in 1937. Von Mensch dem Kalke, von Kranke, Blinde, Falke, und von Dichter, was willen nicht arbeiten nur singen, von anderen schicken Klangen wie schwere dicke Ringen über unbewusste Wassern. Vernehmt das Lied von Letzten International. International von die, was kennen nicht und die, was willen nicht in Arbeit sein gespannt. Freizeitig ist das Lied, und öfter nicht. Ein Mensch wird kommen zum Sof von die Tag, a Säule von der Mie, und euch wundern wird er alle die, was sehr Gold wird verrechnet, verschmelzt, die nicht arbeiten der Welt. Und also wird sorgen der Führer, der Letzte. Arbeit ist nicht Ziel. Arbeit ist nur Weg zu Spiel. Freier, höchster Spiel vor Gott. Und Macht ist Risiken, wird er sammeln. Und Macht ist Risiken, wollen schreien, wir wollen Glück. Wir wollen Glück. Wir wollen Glück. Ein Herr zurück, ein Herr zurück, ein Herr zurück. Augen, Hände, Fies, Frieden. Verloren im Gereben. Und Wolken und Jamen spalt der Gewalt. Und Gott allein muss niederen. Und an dem Gestalt in aller Wusch, gehofften von der Schummes und von Sternen, kommt er heraus zu den Revolutionären. Und er öffnet der Beuys von Welten sein Scheier und alle seine Gitter zu Gitter. Dem Blinden ein Eug von Feier, dem Stammler die Scharfste von Zungen, dem Schwindsichtigen fliehende Lungen. Etliche Rekore, ihr Kind, etlichen Geulen sein Maharal. Und das ist das Lied von Hechten, Letzten und Gerechten international. Amen. Gastkünstler wie der Musiker Jeff Warschauer haben euch Anteil genommen beim Lernen. Also wie Jeff Warschauer stammt von deutschen Jiden, hat Taki gepasst, er soll lernen des Meeres, was er kennt von der Heim. Sascha Luria, welcher wohnt in Riga und spielt mit der Kapelle Vorspiel, ist auf dem Personal von Yiddish Umme Weimar und hat mit Brenn die Unternehmer ausgelernt an neuem Nigen. Sonja Gallens, a graduierte Student in Yiddish von Amerika, hat mit uns geredet.
Man lernt sehr mit Menschen von anderen Ländern. Und es ist in Amerika, Jiden, es ist sehr interessant zu sehen, als Jiddisch ist nicht nur interessant für Jiden allein, aber auch für Nicht-Jiden. In Amerika, man meint, es sagt mal, es ist bloß etwas, was wird sein interessant für Jiden. Und man kann sein stolz, dass andere Menschen sind auch interessiert, sich zu lernen mehr wegen dem. Dem letzten Abend von dem Programm beim Schlusskonzert hat Fima Czorny noch ein Gastkünstler in dem Programm, ungeführt mit einigen, was er hat allein geschaffen, und die ganze Gruppe hat mitgesungen. Jiddisch Summe Weimar pflanzt da eine Liebschaft zu Jiddisch und der jiddischen Kultur in junge Menschen. Lass mir hoffen, dass die Tradition wird weiter angehen.